Eine Stoppel wie aus dem Bilderbuch. Keine Unkräuter. Wie man das erreicht, haben wir Landwirte gefragt, die Kileo anwenden. Zum Beispiel Peter Langels aus Niedersachsen. Die mechanische Stoppelbearbeitung bei uns, die reicht einfach nicht aus. Die Wirkung der mechanischen Stoppelbearbeitung auf Wurzel und Kräuter, die ist quasi nicht gegeben. Da kann man ruhig drüber herfahren mit dem Grubber oder mit der Scheibenegge. Das läuft im Nachhinein trotzdem wieder auf. Das heißt, wir ergänzen unsere mechanische Stoppelbearbeitung durch den gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmittel, in diesem Fall Kileo, um wirklich einen nachhaltigen Effekt dieser Anwendung zu haben. Das heißt, die Kultur im Nachfolgejahr sauber zu halten. Im Prinzip erspart mir das Kileo später graue Haare beim Einsatz von Herbiziden in der Kultur. Das heißt, für mich ist der Einsatz von Kileo auf der Stoppel schon die erste Herbizidbehandlung auf die Folgekultur. Das heißt, was ich dort schon erledigt habe, darüber brauche ich mir später in der Kultur keine Gedanken mehr machen. Wenn ich schon den Aufwand mache und eine Stoppelbehandlung vornehme, dann möchte ich auch mit dieser Stoppelbehandlung alles abdecken, was ich so auf dem Acker habe. Besonders an Kileo schätzen wir die Wirkungsweise speziell auf die Wurzelunkräuter. Beim Glyphosateinsatz ist immer wieder zu beobachten, dass nach der Behandlung Wurzelunkräuter wie Acker-Schachtelhalm im Besonderen, großer Ampfer, Windknöterich, Landwasserknöterich später halt wieder auflaufen. Das heißt, die Wirkung des Glyphosats ist da nicht so nachhaltig wie beim Kileo. Wir haben auch dieses Jahr einen kleinen Versuch gestartet. Wir haben die eine Ackerseite mit dem Reinglyphosat behandelt und die andere Seite mit dem Kileo behandelt. Und da war wirklich festzustellen, dass gerade wieder, was die Wurzelunkräuter angeht, dort eine nachhaltige Wirkung zu verzeichnen war. Für uns ist es wichtig, dass was wir machen auch nachhaltig ist. Also in Oberflächenwirkung, in Samenunkräutern, weißem Gänsefuß oder im Aufschlaggetreide, den kann man natürlich schon nach 3 Tagen sehen. Nach 7 Tagen kann man auch wirklich sehen, dass die Pflanzen mehr oder weniger am Ende sind. Die Gerste, die da aufgeschlagen war, die als erstes zeichnet. Da fielen die Blätter ein, haben sich angefangen zu rollen. Und ich sag mal, nach 7 Tagen war die Fläche mehr oder weniger gelbbraun und nach 14 Tagen war alles tot. Also ein Berufskollege von mir hat mal gesagt, als ich ihn auf Kileo angesprochen hatte, er hat wortwörtlich zu mir gesagt, Kileo, das ist ein geiles Zeug. Also auf dem Markt wird ja vieles angepriesen, auch mit vielen Versprechungen, wobei man sagen muss, dass die Versprechungen lange nicht immer eintreten. Das heißt, die Wirkung ist nicht so, wie der Hersteller es verspricht. Bei Kileo in diesem Fall war es anders. Die Versprechungen, die gegeben wurden, waren wirklich durchschlagend da. Und so sind wir auch vom Produkt sehr überzeugt.